Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir ganz kurz abweichend von der Rede der vor allem der FDP-Fraktion, aber vielleicht vor allem den Angehörigen sagen, dass Wolfgang Gerhardt gestorben ist und das mich dazu bringt, allen Angehörigen mein Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit auszusprechen und allen Abgeordneten des Hauses, aber vor allem der FDP-Fraktion ebenfalls zu kondolieren. Er war einer der herausragenden Parlamentarier in einer Zeit, als viele von uns noch nicht im Bundestag waren. Und das Andenken sollte dem entsprechend sein. Zu Beginn der parlamentarischen Beratung hat Friedrich Merz gesagt, dass wir seit 10 Jahren eine Wirtschaftsschwäche in Deutschland haben. Und ich will ihm an dieser Stelle ausdrücklich recht geben. Wahrscheinlich ist es, wenn man genau hinschaut, ein bisschen länger als 10 Jahre her. Das Produktionswachstum in Deutschland geht seit 10 Jahren zurück. Man kann das ja auch an den Unternehmen sehen. Die großen Tech-Unternehmen sind alle nicht in Europa und auch nicht in Deutschland entstanden. Google, Apple, Alibaba, im Wesentlichen amerikanische oder chinesische Konzerne. Es ist deswegen nicht ganz konsistent, dann zu sagen, und dass wir 10 Jahre Produktionswachstumsschwäche haben, ist der Fehler der Politik der Ampel. Aber wenn man es genau anschaut und wir versuchen, diese Debatte mal gemeinsam und rational zu führen, denn die Lage ist zu herausfordernd und zu ernst, um sich in plumpen Parolen zu ergehen, dann müssen wir drei Dinge. Wir werden ja gucken, Frau Klöppner, ob die Debatte dem eigenen Maßstab standhält. Müssen wir drei Dinge konsistieren, aber auch unterscheiden. Erstens, wir haben eine Kombination von konjunktureller Wirtschaftsschwäche, ausgelöst am Ende doch durch den Wegfall des russischen Gases. Wir haben in dieser Kombination zweitens eine strukturelle Wirtschaftsschwäche, die jetzt immer deutlicher wird. Die konjunkturellen Folgen sind wesentlich bekämpft und erfolgreich bekämpft. Die Inflation geht zurück, die Energiepreise gehen wieder zurück. Sie sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen, aber sie gehen wieder zurück. Die EZB senkt ihre Zinsen und die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher nimmt wieder zu. Je mehr die konjunkturellen Faktoren, die uns in den letzten Jahren so bedrückt haben, zurückgehen, umso deutlicher wird, dass während wir diese konjunkturelle Wirtschaftskrise bekämpfen mussten, die strukturellen Ursachen immer kräftiger hervortreten. Diese strukturellen Ursachen, sie sind ganz wesentlich angebotsseitig. Fehlende Innovationskraft, fehlende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerpotenziale in Deutschland, fehlende Anreize für Investitionen in Deutschland, fehlende Infrastruktur, digitale Infrastruktur, aber auch analoge Infrastruktur wie die Brücken, fehlende Investitionen in die Infrastrukturen wie in die Bahn. Das hat sich aufgestaut über viele Jahre, und das ist das Problem, das jetzt Deutschland in der Perspektive mit großer Kraft bewältigen muss. Die Ampel hat an vielen Stellen den Hebel umgelegt. Bei der Fachkräftezuwanderung, bei der Frauenerwerbsarbeit, bei der Integration von Menschen, die geflüchtet in unser Land kamen, aber jetzt Arbeit hier aufnehmen können und auch sollen, bei den Investitionen in die Infrastrukturen, bei der Beschleunigung der Investitionen in die Infrastrukturen, bei der Wegräumung von Bürokratie, vor allem im Energiebereich, aber auch bei dem klassischen Infrastrukturbereich, bei der Anschiebung von Venture Capital und Start-up-Unternehmen. Vieles ist auf den Weg gebracht worden und wird seine Früchte tragen. Die Wachstumsinitiative ist der letzte große Vorschlag, diese strukturellen Schwächen zu begehen. Sie könnte, wenn sie umgesetzt sind, es sind ja 48 verschiedene Blöcke mit über 130 verschiedenen Maßnahmen, wenn sie umgesetzt wird, ein Wachstumspotenzial von 0,5 Prozentpunkt entfalten. Das ist nicht wenig bei den Wachstumsschwächen, die wir im Moment haben. Deswegen der Appell vor allem an diejenigen, die Einfluss auf die Landesregierung haben, diese Wachstumsinitiative im Bundesrat gerade in ihren finanzpolitischen Teilen nicht wieder zu schwächen, wie es schon einmal beim Wachstumschancengesetz passiert ist. Wir tun zu wenig. Das reicht alles nicht, ich komme gleich darauf. Aber das, was wir tun, das sollte wenigstens umgesetzt werden in der großen Gemeinsamkeit. Und wenn einer noch eine gute Idee hat oder noch was draufpacken will, dann sollten wir darüber reden. Aber da appelliere ich jetzt an die Union, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Sorgen Sie dafür, dass die unionsgeführten Länder nicht diese Möglichkeit verstreichen lassen, 0,5 Prozent Wachstum zu generieren. In diese Diskussion, die wir haben, sind in der letzten Woche zwei Berichte
gekommen, die unter der Debatte über Migration möglicherweise nicht vollumfänglich gewürdigt worden oder auch zu schnell abgetan worden, nämlich der Draghi-Bericht und der Bericht des BDI. Und beide bauen aufeinander auf oder passen zusammen. Was sagt Draghi? Er sagt im Kern nicht, wir müssen jetzt neue Verschuldungen machen. Das sind Mittel. Darüber müssen wir am Ende reden. Das sind Mittel. Aber erst einmal muss man die Analyse voll auf sich wirken lassen. Er sagt, genau wie Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz, seit vielen Jahren agiert Europa unter seiner notwendigen Wettbewerbsfähigkeit. Seit vielen Jahren. Und das muss sich ändern. Und das geht an alle Adressen. Wir haben uns eingewühlt in Bürokratie. Trotz der Maßnahmen, die wir hier in Deutschland ergriffen haben, das reicht natürlich nicht, wie man bei Draghi nachlesen kann. Wir haben als erste unmittelbare Reaktion darauf die bürokratischen Regelungen für den Hochlauf für Wasserstoff noch einmal überprüft. Und ich trete morgen oder übermorgen an die Kollegen ran, um zu sagen, auch da werden wir mehr Freiraum geben, dass wir erst einmal mehr produzieren können. Aber da ist natürlich kein Ende in der Fahnenstange. Dann müssen wir die Angebotsseite weiter stärken, also die Rahmenbedingungen besser schaffen in Deutschland und in Europa, damit das private Kapital hier einen attraktiven Markt findet. Entlang der Punkte, die ich eben genannt habe, wegen dem Blick auf die Uhr, kann ich das nicht noch einmal durchdeklinieren. Aber die Bedingungen müssen stimmen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Keine Partei, keine Fraktion, die meine nicht, aber mit Verlaub auch die Opposition nicht, kann sich davon freisprechen, da mitarbeiten zu müssen. Das hat keine Regierung alleine aufgebaut. Und es ist zentral wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen verändern, denn auf dem Wachstum, auf dem Wohlstand beruht die Möglichkeit von stabiler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa, dass dann Populismus nicht agiert. Und wenn das gewährleistet ist, dann braucht das private Kapital die finanziellen Unterstützung des Staates, den Ausbau der Infrastruktur. So raus wird, denke ich, ein Schuh, auf den sich alle einlassen können, ein Doppelschritt, angebotsseitig die Bedingungen verbessern, aber dann auch nicht Nein sagen, bei guten Bedingungen die staatlichen Mittel zu heben, die wir brauchen, um die Industrie in Deutschland zu halten bzw. prosperieren zu lassen. Und das sagt nicht ich, sondern der BDI. Wenn Sie auf wirtschaftliche Kompetenz so viel geben, dann hören Sie auf die Wirtschaft. Und ein letztes, und das ist der dritte Punkt, verunsichern Sie nicht die Verabredung. Die Verabredung, die getroffen wurde. Das Schlechtreden von Zukunftstechnologien, von E-Mobilität, von Wärmepumpen, von grünem Wasserstoff, von Hochlaufwasserstoff, das muss aufhören. Die Nachfrageschwäche, die wir in Deutschland und in Europa haben, sie kommt ganz wesentlich daher, dass die Opposition sich nicht daran erinnert, was sie vor Jahren beschlossen hat und was wir jetzt umsetzen. Wir müssen Verlässlichkeit und Planbarkeit haben. Geben Sie Ihren Kampf gegen technischen Fortschritt auf. Danke.